Herzlich willkommen zu Otto Gourmet trifft, diesmal im Werdenfelser Land vor der tollen Kulisse des Schloss Elmau. Wir freuen uns gleich, die heimischen Köche zu treffen und schauen mal, was sie uns so mitbringen. So, das heißt, Mario, du suchst dir hier deine eigenen Tiere aus? Ja, auch wenn es schwerfällt, aber muss sein leider, ja. Ja, die waren ja eigentlich, die Urgeschichte haben wir mal gelesen, ist ja eigentlich vom Murnauer Moos. Deswegen die kürzeren Beine, die breiteren Hufe, dass sie in diesem Sumpfgebiet nicht so eingesackt sind wie die ursprüngliche Kuh eigentlich. Was ist euer Grund jetzt hier so regionale Tiere zu verarbeiten? Ja, ich denke immer, wenn man ein regionales Produkt in Spitzenqualität vor der Tür hat, dann sollte man es auch nehmen. Und das Werdenfels Murnauer Rind war für mich damals auch neu, wie ich hierher gekommen bin 2010. Aber das ist einfach was Besonderes, das ist einzigartig und wenn man natürlich sieht, wie die Tiere aufwachsen, kann ja auch nur Gutes rauskommen. Und dann denke ich, muss man das auch wirklich unterstützen und leben und den Gästen auch weitergeben, gell? Ihr habt ja jetzt verschiedene Restaurants bei euch oben. Ja. Das heißt, also es wird ja nicht alles gleich im selben Restaurant verarbeitet. Wie macht ihr das? Wie teilt ihr das unter euren Restaurants auf? Ja, das Wichtige ist natürlich, wenn man so ein Tier kauft für uns, dass wir das ganze Tier verarbeiten, verwerten können, komplett, wirklich von A bis Z. Und natürlich sind die Premium-Cuts oft im Gourmet gesehen, die einfachen Sachen ein bisschen vielleicht im All-Day-Dining-Restaurant, aber natürlich ist auch ein Schmorgericht im Gourmet genauso gern gesehen. Also wir versuchen es einfach irgendwie gerecht immer aufzuteilen und jedem seiner Karte einfach anzupassen. Ja, mehr was zu erzählen, bis jetzt haben wir 6 feste Liefertermine. Okay. Das hat bis jetzt immer gut hingehört, hoffe ich. Schauen wir halt, wie sich das entwickelt. Wie schätzt du deine Qualität ein? Verbessert die sich oder ja, ist das schwankend? Im Sommer die Qualität war jetzt nicht so gut, aber ich glaube, umso besser die im Futter stehen, umso schöner ist ja der Rücken marmoriert. Okay. Und ein paar Jahre braucht man sicher, bis man Bescheid weiß. Die Erfahrung sammelt. Die Erfahrung, ja. Ja. Ich denke, der Willi natürlich als Züchter, als Bauer hier vor Ort, wir als Gastronomen, du wirst auch immer erfahrener, wie mit dem ganzen Tier umzugehen. Also sei es jetzt mittlerweile, macht der Willi für uns schon Kaminwurzen, Pfefferbeißer, Würste, dies, jenes. Es geht auch dann weiter auf die Gans, auf die Ente, auf die Schweinchen. Also es ist schon ein Prozess, wo der angefangen hat, der sich hoffentlich so weiterentwickelt. Also der Trend geht zum kompletten Selbstversorger. Werden wir nie schaffen in der Größe, wie unser Hotel gestaltet ist, aber wir versuchen zumindest das Bestmöglichste rauszuholen. Das Fleisch, wenn du es beschreiben müsstest, wie es schmeckt, es hat immer natürlich, es ist grass-fed, es hat immer einen gewissen Biss natürlich, aber es hat eine unglaubliche Nussigkeit, wie man so sagt in der Fachsprache. Ja? Okay. Fleischig, nussig, vollmundig, ganz, ganz speziell. Und auch egal welches Tier, immer gleich die Grundstruktur ist immer da. Von die du schmeckst es, es werden vielleicht nur noch wirklich raus. Wir fahren mal zu den Kühen, wir fahren mal zu den Gänsen, wir fahren mal zu den Bärhühnern, wir fahren mal zu den Enten und kann wirklich auch zeigen, wo kommt es her. Und es ist halt gerade 10 Kilometer Luftlinie vom Hotel. Das heißt, du bist morgens holst du hier die Eier ab oder soweit geht's noch nicht? Soweit geht's noch nicht. Die Eier kommen von ein bisschen weiter weg, sind aber auch von einem Biobetrieb gerade hier um die Ecke aus der Leutasch. Okay. Also sind auch regional. Also soweit es regional geht, versuchen wir das dann tatsächlich auch regional zu machen. Natürlich kriegen wir nicht das ganze Volumen, also dafür sind wir natürlich zu groß abgedeckt, aber der Gedanke ist da.